Okay, sorry, es tut mir leid, Lisa. Gut, das kam auch unter euren Fragen vor, was ich davon halte. Und ich muss sagen, Alter, der Herr Bohlen, der hat's raus. Der hat's raus. Wisst ihr noch hier Cherry Lady mit Kapital? Und man dachte, der hat zu viel Lachgas geschnuppert. Es ist einfach nur faszinierend. Auch diese Promophase. Die Leute haben 5 Semester studiert, wie man die jungen Leute heutzutage noch veräppeln kann. Geil. Gut, also ich bin noch ziemlich abgeranzt. Na gut, ihr hört es eher an der Stimme. Ich sehe eigentlich immer gleich aus. Immer gleich abgeranzt. Wir waren in Frankfurt und das waren wirklich sehr, sehr, sehr geile Tage. Danke nochmal an die Jungs dafür. Das sind wirklich so Erlebnisse, die man nie vergessen wird. Am letzten Abend wurde natürlich nochmal mies gesoffen mit dem stabilen Olaf und so. Auf dem Rummel war auch Action. Und ich hätte eher gedacht, dort gibt es gefühlt aufs Maul, aber da war alle waren wirklich cool drauf, so von den Leuten. Und ja, Frankfurt auf jeden Fall ein sehr, sehr nettes Völkchen. Scheinbar haben wir aber ein bisschen zu viel rumkrakeelt dort im Bahnhofsviertel, wo auch unser Hotel war. Und so eine Oma, also man darf das Wort mit Z ja nicht mehr sagen, sonst wird man ja auf dem Marktplatz öffentlich gehängt. Ihr wisst schon, so optisch einer klischeehaften Wahrsagerin entsprechend, sage ich mal so. Ja, die hat dort dann, sich aufgeregt, weil wir da rumgeschrien haben und so irgendwas gegrummelt, so in fremden Zungen. Und hat einer von uns spaßhaft gesagt, ja, jetzt sind wir alle verflucht. Und scheinbar ist es wirklich so. Wir hatten alle unabhängig voneinander Albträume letzte Nacht. Und der Chaot ist krank, der Kong ist krank, Angina und Fieber und so weiter. Und mir geht's eigentlich ganz gut wieder, ich habe mich wiederholt. War nur mehr oder weniger der Kater. Aber Alter, man sollte nicht mit diesen Mächten spielen. Lasst euch das eine Lehre sein. Also ich habe nie Albträume, wirklich nie. Nur ganz selten, wenn ich mal richtig viel esse vom Schlafen gehen. Ganz selten. Und ich habe nichts gegessen vom Schlafen gehen. Und ja, also krank. Gut, heute ist Ostern, Ostermontag um genau zu sein und ich habe lange nichts verlost, kein Gewinnspiel gemacht oder so. Und heute möchte ich einen 100 Euro Amazon-Gutschein an euch verlosen, ganz einfach, an denjenigen, der vom Zufallsgenerator ausgewählt wird. Auflösung des Ganzen ist 15 Uhr am Dienstag, also morgen. Und ihr müsst einfach nur reinschreiben, was wollt ihr euch von dem Geld kaufen? 100 Euro Amazon-Gutschein, was wollt ihr davon kaufen? Am besten schreibt ihr in euer Kommentar aber noch euren Twitter-Namen und oder Instagram-Namen, damit ich auch eine Nachricht schicken kann. Ich werde aber auch den Gewinnerkanal nochmal in der Beschreibung verlinken, dass ihr mir dann irgendwie schreibt. Aber wäre cool, wenn ich euch schreiben kann. Dann wird das dann schneller gehen. Viel Spaß dabei. 100 Euro Amazon auf meinen Nacken, weil heute Ostern ist. Gut, Julien Bam wurde massiv gehackt auf beiden Kanälen, also dem Hauptkanal mit fast 6 Millionen Abonnenten und dem Bullion Gem Zweitkanal. Und da haben die irgendwelche Livestreams gemacht mit Krypto-Scams scheinbar. Wahnsinn. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist sein Kanal bzw. seine Kanäle nicht wieder da. Also sie sind da, aber alle Videos gelöscht und so. Das ist krank. Also mir wurde schon gesagt, man kann alles wieder herstellen. Ich hoffe es, weil das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich dachte schon, ich bin ein absolutes Opfer, weil mir das ja mal passiert ist vor einer Weile. Aber dass jemand in der Größe das passieren kann, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Da hat man ja eigentlich auch seine Sicherheitsvorkehrungen. Aber scheinbar kommt man irgendwie um alles drumherum. Oder es ist alles ein mieser Scam. Man weiß es nicht. Wie geht's der Spinne? Ja, ich zeige euch einfach meine Instagram-Story von gestern. Der Vogelspinne geht es übrigens gut, die hat sich eingegraben. Hier sind doch die kleinen Heimchen. Eine ist schon weg, also scheinbar wurde schon ein Heimchen verspeist. Und ja, sie ist wohlauf. Die war nämlich so halb in der Erde eingegraben und ich würde die jetzt nicht für das Video nochmal ausbuddeln, ausgraben. Hier ist der provisorische Unterschlupf für die Vogelspinne, die in der Fanpost war. Und ja, die wird bei mir wohnen bleiben. Ich habe lustigerweise so ein kleines Terrarium, was perfekt für Spinnen geeignet ist, noch da. Das stand im Trödelmarktzeug, habe ich wieder rausgekramt. Steht aber noch beim Mädchenvieh zu Hause. Und da wird die hier fest mit wohnen. Ja, wann ist das Release eurer Mode? Das war ja ursprünglich geplant, das am jetzt zu machen, an dem Wochenende, wo wir in Frankfurt alle zusammen waren. Aber das wäre zu stressig, die Webseite in ordentlicher Qualität rauszubringen etc. Und das machen wir am 1.5. Ab 1.5. kann man auf 8igang.com die neuen Shirts erwerben. Die gibt es auch diesmal von Größe S bis 3XL. Nicht so wie vorher, nur in Größe L. Ich denke, das freut auch den einen oder anderen von euch. Und es wurde sich auch gewünscht, dass ich mal ein paar mehr Fragen als sonst beantworte. Und das machen wir heute mal, weil Feiertag ist. Und am Ende gibt es noch ein paar Anrufe. Gut, was war das Letzte, worüber du gelacht hast? Also das kann ich eventuell jetzt hier nicht laut sagen. Aber ich habe sehr, sehr viel gelacht am Wochenende, ja.
Was ist für dich das geilste Eis der Welt? Am liebsten esse ich Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, so wie man das ausspricht. Auch mittlerweile bin ich auch ziemlich auf Mochi-Eis hängen geblieben. Einen Monat lang kein Fleisch oder 2 Monate lang kein Alkohol? Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann wohl eher doch 2 Monate lang kein Alkohol. Weil Fleisch ist das Geilste, was es gibt auf der Welt, wirklich. Ohne Witz. Ich werde auch direkt im Anschluss hier eine Folge Max kocht aufnehmen, da gibt es auch wieder etwas mit Fleisch. Also auf Fleisch könnte ich echt schwieriger verzichten. Ich habe eine Woche auf Fleisch verzichtet und das war für mich persönlich wirklich die Hölle. Also ernsthaft lieber 2 Monate auf Alkohol verzichten, ja. Ich werde übrigens jetzt die Woche jeden Tag um 7 aufstehen. Heute war der erste Tag, aber ich lag ehrlich gesagt nur ein paar Stunden im Bett nach dem frühen Aufstehen und habe hier irgendwelche Videos angeschaut, weil es mir noch so mies ging. Aber morgen geht es auch wieder um 7 raus und den Schlafrhythmus mal so ein bisschen anzupassen. Egal jetzt, was man macht, ob man jetzt selbstständig ist, arbeitslos ist oder arbeitet und nur 3 Stunden die Nacht schläft, wenn man nicht einschlafen kann. Es ist wichtig, einen gesunden Schlaf zu haben. Ich habe echt gemerkt, dass dieses um 4, 5, 6 ins Bett gehen, was ja auch durch diese Pandemie und so, durch die Lockdowns massiv bestärkt wurde, mir echt geschadet hat hier drin vor allem. Auch mein Essverhalten war richtig beschissen. Also ich habe immer nachts nur gegessen und beziehungsweise so vor 16 Uhr gefühlt nichts runtergekriegt. Schlecht geschlafen deswegen. Und deswegen ja, will ich auch in Zukunft das hinkriegen, dass ich so zwischen 8, 9 und 10 immer aufstehe. Da geht es mir dann, denke ich, wirklich besser. Deswegen will ich jetzt mal die Woche damit durchziehen. Gut, hattest du jemals so einen richtigen Hype? Und wenn nicht, arbeitet man darauf hin? Ich hatte meiner Meinung nach nie einen richtigen Hype, obwohl halt damals zu der Zeit von Knorr schon so ein bisschen was da war, ja. Aber das war mir damals gar nicht so bewusst. Nahm ich halt einfach als Wachstum wahr, glaube ich. Aber so ein richtiger Hype ist, finde ich, kacke, weil nach einem Hoch kommt ja dann ein Tief. Und dieses Tief kann man meistens nie wieder toppen. Und das fühlt sich beschissen an. Ich bin jemand, der sich gerne einfach langsam stetig entwickelt, hier und da mal so. Aber damit kann man grundsätzlich viel besser leben. Ist schon immer meine Ansicht gewesen, was das angeht. Man darf natürlich aber auch nicht langweilig werden oder komplett vergessen werden. Das ist ganz wichtig. Bitte eine kleine Ansage an den noch immer nicht stattfindenden Elbe-Flohmarkt raushauen. Ja, daran habe ich vorhin sogar gedacht. Wann endlich mal der Trödelmarkt wieder stattfindet. Es gibt ja mittlerweile gar keine Maßnahmen mehr gefühlt. Trotzdem findet der Trödelmarkt unter freiem Himmel nicht statt, Leute. Bitte. Das Stadion ist voll mit zehntausenden Leuten und der Trödelmarkt darf nicht stattfinden. Bitte macht den Trödelmarkt wieder auf, Leute. Es wird Zeit. Ich habe so viel Kram hier unter die Leute zu bringen. Wann und warum hast du zum letzten Mal eine Schelle kassiert? Lustigerweise auf dem Rummel. Da habe ich sogar darum gebeten. Aber das war jetzt keine Dolle. Stimmt. Aber so richtig eine dolle Schelle habe ich vor ein paar Jahren bekommen in einem Club, weil ich verwechselt wurde. Lustigerweise. Aber sonst nicht. Mir ist der Suff immer noch im Nacken vom Wochenende, sorry. Wie viel soziales Elend hast du in Frankfurt mitbekommen, insofern es gerade keinen Spiegel gab? Erstmal fick dich ins Knie und dann, Junge, also im Vergleich zum letzten Mal mehr. Wir hatten ja wirklich mitten auf der Kaiserstraße, oder Münchenstraße, weiß ich gar nicht mehr genau, das Hotel und da sind wir jeden Tag mehrmals da vorbeigelaufen und was man da menschlich sieht, ist so krass. Ich bin gerade vorhin auch nochmal durch den Dresdner Hauptbahnhof gelaufen, wo ich zur Packstation ging. Und da, also bei uns in Dresden am Hauptbahnhof, liegt ja wirklich kein einziger Obdachloser da. Da gibt es auch keinen Drogenjunkie und so. Das gibt es ganz selten mal, dass man so jemanden sieht, aber eigentlich nicht. Und in Frankfurt sind ja wirklich hunderte Leute, wo man einfach Angst bekommt. Also diese Zombies, das ist so krass teilweise. Junge. Das ist wirklich, wirklich nicht schön. Naja. Auch der Geruch, es riecht dort überall nach Urin, Alter. Es ist echt eine schöne Stadt, in der man viel Spaß haben kann, aber das ist brutal. Ja. Ist es für dich schon normal geworden, wenn Leute auf der Straße dich erkennen? Ja, selbstverständlich. Wann KFC? Ich habe keine Ahnung, warum ich nie zu KFC gehe. Irgendwie ist das auch nicht mehr das Wahre. Ich weiß nicht, früher war Heineken mein absolutes Lieblingsbier. Nichts ging darüber und jetzt,
ja, es ist noch gerade so in der Top 5. Und irgendwie KFC, ich habe mich, glaube ich, überfressen. Ich habe mich, glaube ich, echt überfressen. Aber vielleicht ändert man auch einfach mal irgendwann seine Essgewohnheiten. Ich weiß es nicht. Ich muss dem wieder mal eine Chance geben. Aber ist auch echt teuer geworden, der Kram. Die haben die Preise auch ganz schön angezogen, obwohl die Hühner genau noch unter den jämmerlichsten Bedingungen leben müssen. Wäre es möglich, dich auf einer Geburtstagsfeier zu buchen? Preis wäre egal. Eigentlich nicht wirklich. Also wenn dann bitte ab 5 Personen, dass ich meine gesamte Entourage hier mitbringen kann und wir uns daneben benehmen dürfen. Aber sonst auf jeden Fall sehr cringe Vorstellung. Erinnert mich immer so an diese Videos von weiblichen Streamerinnen aus Übersee, die dann mit ihren Top-Donatern mal einen Tag verbracht haben. Und ja. Ja, nee. Was tun, wenn man sein... Wie werde ich endlich wieder glücklich? Stabiler Olaf, das kann ich dir leider nicht sagen. Wir müssen uns öfter sehen. Bitte den Sergeant eine 800 Gramm Salami in Wiede verspeisen lassen. Vielen Dank. Der Mann hat sich gestellt, der Herausforderung, den ganzen Fleischkäse zu vertilgen. Ich bin offen dafür auf jeden Fall. Mehr Kornnattern bitte. Die sind echt langweilig. Also Schlangen sind keine Tiere, die ich jetzt hier... Hier, komm mal raus, mach mal was. Wisst ihr? Ja. Kommst du zum Männertag ans Glockenspiel von den feinen Suff? Damit kann man durchaus rechnen. Willst du mal in den Penny auf St. Pauli? Da waren wir letztes Jahr. Ich hoffe, diesen August geht's wieder dahin. Was würdest du jedem Anfänger empfehlen zu tun auf YouTube oder Twitch? Heutzutage, also wirklich Mitte 2022 noch Anfänger zu sein, stelle ich mir grausam vor. Ohne sich da irgendwie einzukaufen oder hochzublasen bei irgendjemandem oder einfach Glück zu haben, weil irgendein ganz großer dich mit hochcarried, hat man gefühlt bei dieser unzähligen Konkurrenz keine Chance mehr. Also ich habe 2011 angefangen, Videos hochzuladen und 2013 so richtig angefangen damit. Da war es natürlich noch anders. Da gab es gefühlt früher auch schon viel Konkurrenz. Und ich habe auch hier und da mal nachgefragt, ob mich jemand teilen kann oder so, aber das war mir dann schon nach der zweiten Absage zu blöd und habe dann das nie wieder gemacht. Und das ist auf jeden Fall nicht der Sinn. Also irgendwie Shoutouts zu bekommen oder irgendwie sich versuchen hochzuziehen an jemanden, das ist auf jeden Fall für die Dauer absolut kein Sinn. Man muss einfach viel Zeit investieren. Also viele Jahre gehen ins Land, bis man wächst. Das ist das Einzige, was ich euch sagen kann. Investiert viel Geld, Zeit und seid besser als die Konkurrenz und macht Sachen, die ihr euch selbst anschauen würdet. Das sind meine wichtigsten Tipps. Junge, es gibt nach wie vor noch keinen Kontakt zur Ötigang. Ich hoffe, den Jungs geht's gut und die sind nicht im Drogensumpf versunken. Bin schon wieder durchgefallen. Na, entweder gibst du auf oder du ziehst durch weiterhin. Musst du entscheiden, ob deine Prioritäten stimmen. Frohe Ostern, du Legende. Ach, um Gottes Willen. Ich wünsche euch auch allen frohe Ostern. Das Video zum koffeinfreien Monat, das muss dringend mal kommen. Das stimmt allerdings, ja. In Dresden hat auch der Rummel wieder eröffnet, ja. Aber wir gehen eigentlich lieber so zum Donnerstag oder in der Woche zum Rummel, weil am Wochenende einfach viel zu viel los ist. Das ist immer nicht so unser Ding. Weil viele fragen, bist du am Wochenende auf dem Rummel? Sowas plant man nicht. Sowas plant man nicht. Also Junge, stell mal vor, ich plane mit meinen Freunden, wir gehen Samstag auf Rummel, ey. Ich lade mal schön die GBL-Box vor und kaufe ein bisschen Hugo ein. Junge, wenn man sich wirklich ernsthaft unironisch auf das Wochenende am Rummel freut, Alter, dann, Junge, mein Beileid. Das macht man nur, wenn man so viel Langeweile hat, dass man keinen Bock hat zu zocken. Naja. Und das war sehr, sehr oft der Fall bei uns in den letzten Jahren, das stimmt. Statement zu Fat Comedy und Oliver Pocher. Bratan, haben Sie die letzten Folgen nicht gesehen? Trainingsplan vom Bierbauch weg. Hänge hier mit 23 mit Ansätzen einer stabilen Plauze. Das lasse ich dann nochmal als letzte Frage erstmal. Wenn du zu dick bist, beziehungsweise der Meinung bist, dass du zu dick bist, ganz einfach. Nur noch Wasser. Bis zu dem Punkt, wenn du dich wohler fühlst. Keine Cola. Kein Scheiß mit Süßungsmitteln, das im Nachhinein wieder Appetit auf Süßigkeiten bringt. Kein Eistee,
kein Bier, außer am Wochenende vielleicht dann jetzt ein paar Cocktails trinken. Ja, und 8 Bier machen dich genauso besoffen wie 2 Cocktails, aber die Cocktails haben viel weniger Kalorien. Ein weiterer Tipp, oder Shots halt. Und zwischendurch mit Wasser ausgleichen, so spart man auch viele Kalorien am Wochenende. Und was Essen angeht, muss ich ja, glaube ich, keinem erzählen, wie man Kalorien spart, oder? Dass man keine Pizza, Currywurst, Döner oder Süßigkeiten zu sich nehmen sollte, sondern Hühnchen mit Reis, mit Nudeln, bla bla bla, ein Salat mit Putenbrust. Es gibt so viele Varianten und unterm Strich einfach mal anfangen, Kalorien zu zählen. Lade dir irgendeine kostenlose App runter, wenn dir das wirklich wichtig ist, weil wenn ein Ansatz sich richtig zeigt, dann geht es schnell, dass es schlimmer wird und dann hast du irgendwann deinen Wanst akzeptiert und das ist kacke. Also ich habe keinen Trainingsplan an sich, ich achte einfach drauf, die Sachen halt zu machen, die ich so sage. So sieht das aus bei mir wieder, wenn ich es raushängen lasse. Sieht halt so aus, passt schon. Also ich habe sehr viel Bier getrunken im Winter und habe jetzt auch durch, weil ich ja krank war und so mit der Gastritis wieder ein paar Kilo abgenommen. Jetzt noch ein bisschen mehr Sport und dann sieht das im Sommer wieder ganz normal aus. Im Winter je 8 Stunden am Tag gezockt gefühlt, also man konnte ja wirklich nichts machen. Hab meine 2 Videos am Tag gemacht und dann nur gezockt. Über viele Wochen hinweg und da setzt sich dann schnell was an. Ihr kennt das bestimmt. In den letzten 2 Jahren haben viele Leute mal ihren Job verloren für eine Weile und da gewöhnt man sich dann schnell an die Gewohnheiten, sich schlecht zu ernähren. Oder halt viel Bier zu trinken zum Beispiel. Wer was durchziehen will, der schafft das auch. Man muss es nur wollen und darf nicht schwach werden. Ja, so viel dazu. Hallo? Einen wunderschönen guten Tag. Ich melde mich wegen Ihrer eBay Kleinanzeige, den Reifen. Ja. Es sind diese noch zu haben? Wenn sie inseriert sind, dann sind sie noch zu haben, ja. Ausgezeichnet. Sie klingen sehr erbost. Ja, wenn sie nicht inseriert wären, dann werden sie verkauft. Das ist es. Das ist genau das, was ich gefragt habe. Ich wurde verwunschen am Wochenende von einer Hexe. Ist das ein Problem? Wo sind Sie mit der hingeflogen denn? Nee, in Frankfurt. Wir pöbeln. In Frankfurt sind Sie gelandet? Ja, das haben wir im Suff gepöbelt und dann hat die Frau ihren Fluch auf mich gelegt. Oh, dann sind wir zu, dass du eine Taube siehst und sie gibt dir einen Kuss auf die Nase. Tschüss. Okay. Ja, bei dem Mann hat man direkt schon gehört von Anfang an. Der hatte absolut keinen Bock auf mich. Verständlicherweise. Sitzt hier. Verdammt nochmal! Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was es war. Das ist immer dasselbe. Ja, hallo? Einen wunderschönen guten Tag. Ich melde mich wegen Ihrer eBay Kleinanzeige, den Lautsprechern. Ja, das geht ja schnell. Ja. Das sagt man mir regelmäßig nach. Wäre es ein Problem, dass ein Fluch auf mir lastet? Ich wurde gerade beim letzten, wo ich mich gemeldet habe, bereits abgewürgt deshalb. Nee, Sie sind der Erste. Ich habe die ja vor 10 Sekunden erst online gestellt. Quasi. Nein. Ich meine, ich möchte Sie vorwarnen. Ich bin verwunschen. Ja, Sie wollen also die Lautsprecher haben, ja. Die sind noch da. Sie lenken vom Thema ab. Hallo? Ja, ich bin noch da. Auf mir lastet ein schwerer Fluch. Ja, aber dafür kann ich ja nichts. Ja, was aber wollen Sie denn jetzt von mir? Ich möchte die Gewissheit haben, dass wenn ich die Lautsprecher abhole und dann passieren schlimme Dinge dabei, dass sie dann nicht sauer werden. Was denn für schlimme Dinge? Verstehe ich nicht. Ich bin verfolgt von großem Unheil. Nicht auszumalen, das könnte geschehen. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Also Sie können gerne die Lautsprecher kaufen. Sie sind noch da. Sie können sie auch gerne abholen. Es scheint so, als würde es Ihnen nur ums Geschäft gehen. Ich weiß nicht, was Sie noch von mir wollen. Ich hab ein Angebot gemacht und Sie möchten irgendwelche andere Zusagen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Der schnöde Mammon scheint alles zu sein, wonach Ihr Herz begehrt. Ja,
Ja, also wie gesagt, die Boxen sind ja eben gerade erst online gestellt. Ich trage sie gerade in ein anderes Zimmer hier rüber. Und Es klingt, als würden Sie mich verlachen. Sie spalten mein Herz mit 1000 Äxten. ich will Ihnen gar nichts spalten. Aber was ist denn jetzt? Wollen Sie die Boxen oder wollen Sie die Boxen nicht? Sie wollen mich boxen? Nein, ich möchte wissen, ob Sie die Boxen möchten. Also kaufen möchten oder nicht. Also an Ostermontag, einem der heiligsten Tage für mich persönlich, droht man mir jetzt noch bei eBay Kleinanzeigen? Also Ich drohe Ihnen gar nicht, wirklich nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ansinnen. Es ist Warum wahrscheinlich der Fluch, der auf mir lastet. Es tut mir leid, dass ich Sie Genau, gestört es kann habe. sein, dass das der Fluch ist, der auf Ihnen lastet, wie auch immer. Aber da kann ich Ihnen wahrscheinlich nicht helfen bei Ihrem Fluch. Ich verkaufe lediglich Boxen. Mit Ihrem Fluch müssen Sie wahrscheinlich selber klacken. Weiß ich nicht. Also es tut mir leid, aber ja. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen jetzt noch helfen kann, ehrlich gesagt. Hallo? Ja. Sind Sie noch da? Ich fühle mich ehrlich gesagt nicht so. Sie fühlen sich nicht so, als ob Sie die Boxen noch möchten, oder Meine was? Seele hat meine menschliche Hülle schon seit Jahren verlassen. Okay, ich denke, wir brechen das jetzt hier ab. Weil entweder sind Sie ernsthaft interessiert und möchten das oder eben nicht. Normalerweise läuft es dann so, dass man was weiß ich, ein Datum ausmacht, wo Sie sich das angucken können beziehungsweise kaufen können. Und dann bin ich gerne bereit, Ihnen meine Wohnung zu öffnen, dann können Sie sich die angucken oder mitnehmen gleich. Aber bei allen anderen Sachen werde ich Ihnen nicht helfen können. Tut mir leid. Sie haben einen messerscharfen Verstand. Ich weiß, danke. Alles andere, ich bin nämlich gerade ein bisschen in Eile, weil ich hier so ein bisschen rumbaue. Deswegen muss ich Ihnen, sie ist leider etwas abwürgen. Das habe ich echt gern. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Ja, ebenso. Dankeschön. Tschüss. Danke.